Löw hat das ja selbst gesagt, dass es eigentlich nicht so schwer ist. Er hat es als Schock bezeichnet, generell für Mario Götze, der zuletzt wirklich auch sowohl bei den Bayern als bei der Nationalmannschaft wieder gut drauf war. Das Wahrscheinlichste wird sein, dass das Thomas Müller übernimmt, der genauso wuselig da vorne agiert. Andere Möglichkeiten sehe ich jetzt wenig. Ich glaube nicht, dass er Kevin Volland oder so Leute jetzt bringt. Er wird da also von dem deutschen Tiki-Taka nicht abgehen, sondern versuchen, da vorne irgendwie mit kurzen Pässen in den Strafraum reinzukommen. Und Thomas Müller hat ja zuletzt aus allen auch unmöglichen Positionen Tore erzielt. Und ich glaube, darauf wird er heute Abend wieder setzen. Ich glaube, dass wir einen Plan B brauchen für die Europameisterschaft. Wir müssen uns ja darauf einstellen. Achtelfinale Gruppe wird, glaube ich, denke ich, kein Problem. Aber es kann ein Viertelfinale zum Beispiel gegen Belgien geben. Es kann ein Halbfinale gegen den EM-Gastgeber Frankreich geben, die ich stark einschätze. Und dann kann es auch mal 0-1 Rückstand geben. Und dann braucht man eine zweite Lösung. Sprich, dass wir auch mit einem Stoßstürmer, mit einem klassischen Stürmer agieren. Also Alex Meyer ist aus verschiedenen Gründen nicht die Alternative und sicherlich nicht die Lösung für die Nationalmannschaft. Das sieht er übrigens auch selbst so. Mario Gomez müssen wir die Entwicklung beobachten. Und ich empfehle ganz dringend, einfach auf die Entwicklung zum Beispiel von Davy Selke zu achten. Das ist ein Stürmertyp, der anders ist, der eben einen Kontakt nur braucht. Er ist natürlich jetzt noch nicht so weit, dass er jetzt in den nächsten Monaten sofort zur Nationalmannschaft berufen werden soll. Nur aus meiner Sicht muss Joachim Löw einen Stoßstürmer mitnehmen zur EM. Mario Gomez? Ja, da verstehe ich nicht ganz. Nee, weil du sagst, bei Mario Gomez müssen wir die Entwicklung absehen. Ich meine, der ist ja keine 20 mehr. Dann, ob er weiter so trifft in der Türkei, wie er jetzt angefangen hat. Wenn du da nicht triffst, so willst du ihn dann auch treffen. Also. Thomas, ich denke aber, die Zeit von Gomez ist vorbei. Und Alex Meyer zum Beispiel, bin ich auch anderer Meinung, wäre durchaus für die Europameisterschaft noch ein Thema als Variante. Solange Jogi Löw das Zepter in der Hand hat, das ist natürlich aus seiner Sicht eine andere Art des Fußball zu spielen. Das muss man akzeptieren, dann brauchen wir von draußen auch nicht jetzt was draufquatschen, sondern so schlecht ist er auch nicht damit gefahren mit seiner Idee. Und jetzt zu sagen, jetzt in den letzten 3 Monaten oder 5 Monaten vor der Europameisterschaft jetzt seine Idee umzuändern, ich glaube nicht, dass er sich darauf einlassen wird. Wo ist denn dieser klassische Strafraumstürmer noch richtig präsent in der Bundesliga? Wer hat ihn denn jetzt noch, außer der FC Bayern mit Lewandowski? Aber ist das dieser klassische Neuner im Strafraum, wie wir uns den alle vorstellen? Diese spielerischen Stürmer sind, glaube ich, mittlerweile schon die, die auch die effektiveren sind.